Yo Friends, willkommen mitten im Dschungel von Bali. Wir sind hier auf einem, ich glaube, Alpen-Festivalgelände. Das sieht so krank aus hier. Ich habe auf jeden Fall die Drohnen dabei, werden gleich ein bisschen Freestyle fliegen. Ich habe mich hier in irgendwelchen Lianen verheddert. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Also das Gelände ist echt ziemlich groß und ich muss auch mal schauen, wo ich hier gleich fliegen kann, weil halt sehr, sehr viele Lianen hier rumhängen. Ich glaube, hier war mal eine Tribüne, aber mittlerweile ist das richtig krank zugewachsen hier von den Bäumen. Ja, Freunde, hier ist wohl der krasseste Part. So ein riesiges, keine Ahnung, was ist das? Tempel? Ne, Tempel ist wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall eine riesige alte Halle. Und hier seht ihr, lässt sich bestimmt einiges Wildes zusammenfliegen. So, dann würde ich sagen, fliegen wir mal los. Ich habe hier meinen zweiten Selbstbaum mit am Start. Da oben sind ein paar Leute, die habe ich schon gefragt. Die meinten, es ist okay, dass ich fliege. So, Freunde, schaut euch mal diesen Tempel hier an. Hier draußen ist das Meer. Ey, wie krass sieht das bitte aus. Oh, wir starten hier natürlich erstmal ganz entspannt rein. So, wir erkunden mal ein bisschen hier draußen. Fliegen wir hier zum Meer. Schaut euch mal diese Location an. Das sieht so krass aus. Nee, Leute feiern hier, glaube ich, dass ich hier ein bisschen Tricks mache. Guck mal, hier brennt Feuer. Hier wird ein bisschen Müll verbrannt. Wir fliegen hier ein bisschen durch den Rauch durch. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal hier ein bisschen mit Freestyle. Boah, Leute, ich finde gerade gar keine Worte. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal, dass ich jetzt hier auf Bali FPV-Flieger. Ja, Mann, schöner Dive. Das hat Spaß gemacht. Boah. So, Akku ist erstmal leer. Ich würde sagen, ich lande erstmal. You want to see it? Just have to press it on your face and then the picture comes. Ich. Gut. Juhui. Gut. Thank you. Thank you. Also die Leute, die ihr hier seht, die haben sich gerade richtig gefreut, wollten sogar ein Bild mit uns machen. Wie gesagt, gute Drohnen-Skills. Das pusht mich jetzt natürlich. Erste Pack, ihr wisst, Freunde, da ist man immer ein bisschen aufgeregt. Okay, ich will hier einen Powerloop machen und dann einen Dive hier rein. Wir gucken mal. Yes! Und jetzt noch einer. Ja, Mann. Der war steig. Ich komme wirklich nicht drauf klar, wie geil das hier aussieht. Das ist der absolute Wahnsinn. So, ich habe gerade schön beim letzten Flug vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Da seht ihr einmal wahrscheinlich jetzt irgendwo eingeblendet ein bisschen Footage. Aber ich habe mir jetzt nochmal einen geileren Spot gesucht, wo ich ein bisschen mehr Ausblick habe. Ich habe jetzt hier auch auf den grünen Kopter mal gewechselt. Erster Selbstbau. GoPro wird angemacht. Und dann fliegen wir los. Oh, hier haben wir auf jeden Fall jetzt richtig Platz, um ein bisschen zu senden. Kann ich euch nochmal die ganze Location hier zeigen. Jetzt sind hier auch
keine Leute mehr am Start. So, hier drüben müsste jetzt irgendwo ein Tempel stehen. Das ist so ein Tempelgebäude mitten im Dschungel. Ich such's. Ah, da ist es. Mal schauen, können wir da durchfliegen? Boah, hier ist so viel Gestrüpp. Ja. Ja, ja. Ah. Mist. Wunderschönen guten Tag. Anger am Apparat. Kam leider zu einem kleinen Zwischenfall. Ich hoffe, allen Beteiligten geht's gut. Trauer sitzt tief. We will see. Einfach fangen. Oh, unter uns ist auch noch irgend so ein Raum. Krass. Ich noch gar nicht gesehen. Ah, hier kann man einiges erkunden. Ja, das Gebiet hier hat auf jeden Fall was. Aber ich suche ein paar Sachen, wo man ein bisschen freestylen kann. Ich will auf jeden Fall jetzt hier nochmal reinfliegen. Und zack, raus. Ja, komisch, vorhin waren hier voll viele Leute, jetzt sind wir hier ganz allein. Das ist natürlich cool, weil, ja, vorhin, ihr werdet es wahrscheinlich gemerkt haben, ich habe natürlich Rücksicht genommen auf die Leute, die da hinten stehen. Es ist klar, dass man eh nur davon fliegt, wo keine Leute sind. Aber jetzt, wenn niemand mehr da ist, ist das natürlich cool. Hier ist ein natürlicher Dive-Spot, oder? Komme ich da durch? Wenn nicht, wäre mies. Doch, da komme ich durch. Komm, komm, den mach mal. Ich bin noch nie durch Lianen durchgedived. Und so Dschungelstuff. Oh, der war knapp. Nice. Never disarm. Oh. Hier ist Alexa und Bill. Komm, noch einmal durch den Tempel, oder? Jetzt schaffen wir es aber. An sich nicht schwer, aber es ist halt irgendwie immer mies, wenn man an den ganzen Sachen hier hängen bleibt. Wir nehmen uns Zeit und dann klappt's auch. Zack, wieder eine Liane durchgetrennt. So, war das Teil? Hier, ne? Ja, Mann. Oh, ist das geil. Oder jetzt nochmal hier zwischen den Bäumen rein. Okay, der Pack ist leer, Freunde. Ich hoffe, die Session hat euch gefallen. Wir werden jetzt gleich weiterziehen. Also ihr seht, Bali hat einiges zu bieten, unter anderem solche geile Places zum Freestyle. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Spots, wo ich auch noch hin möchte, aber das jetzt war der erste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.